Wenn ich mir den Chart des DAX betrachte, dann überkommt mich ein gewisses Misstrauen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Heute der X-DAX, der dürfte ein bisschen über dem gestrigen Schlusskurs starten, etwa bei 10.600 Punkten. Aber das Misstrauen, das speist sich aus mehreren Quellen. Die eine ist der tiefe Ölpreis vor allem, der sich praktisch jetzt auf den tiefsten Niveaus bewegt, seit wir hier in diesem Abverkauf sind, und wir haben vor allem auch schwache Märkte in China. Wie wir hier sehen, da ist der Shanghai Composite 0,95% im Minus, Hang Seng 0,8% im Minus, Australien 0,29%, und was die Märkte so ein bisschen oben hält, das ist die gute Laune in Tokio mit 0,89%. Da gibt es ein bisschen Yen-Schwäche, das freut in Tokio, und es gibt Aussagen des japanischen Wirtschaftsministers Amari, der gesagt hat, ja, also wenn der Ölpreis so weiterfällt, dann sind unsere Inflationsaussichten in Gefahr, sprich, dann müsste die Notenbank möglicherweise mehr Quantitative Easing betreiben. Das also sozusagen das Positive. Die Japaner haben gute Laune, weil jetzt wieder ein bisschen mehr Hoffnung auf Quantitative Easing ist. Aber in China könnte es dann zum Handelsende nochmal richtig krachen, nachdem der Warren Buffett Chinas verschwunden ist, Guo Guangchang, der die Fosun-Gruppe leitet, ein Konglomerat, das größte Firmenkonglomerat Chinas, und das sorgt für massive Verunsicherung. Die Anleihen des Unternehmens sind ausgesetzt, die Aktien sind ausgesetzt, respektive die Anleihen kommen schwer unter Druck, aber die Aktien sind vom Handel ausgesetzt, und das könnte für reichlich Nervosität sorgen. Man vermutet, aber es ist nicht sicher, dass Guangchang verhaftet wurde, aber das bleibt noch abzuwarten. Ansonsten haben wir heute auch mal wieder Konjunkturdaten, hurra, und zwar gar nicht unwichtige. Startet erstmal soft mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland 14.30, dann aber die Erzeugerpreise aus den USA und vor allem die Einzelhandelsumsätze. Das heute das Kerndatum, auf das zu achten ist. 16 Uhr dann noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und wie die Dinge ausfallen, was Sie davon zu halten haben oder denken könnten, das finden Sie bei finanzmarktwelt.de. Schauen Sie da heute auch wieder rein. Jetzt schauen wir rein in den Charts und gucken, was tut sich, wie stellt sich die Lage dar und was dieses Misstrauen bei mir auslöst, wenn ich das so formulieren darf. Das ist dieser Chart. Wir sehen, wir sind irgendwie gedeckelt bei 10.670. Da muss der DAX drüber, dann könnte es wieder wirklich Potenzial geben. Wir haben hier so eine Schiebezone zwischen 10.640 und 10.070, die als Widerstand fungiert. Solange wir also da nicht wirklich uns nach oben absetzen, droht eben die Auflösung dieser Formation nach unten in Richtung 10.450 und dann möglicherweise in diese Zone 10.360-70, die dann das nächste Auffangbecken für den deutschen Leitindex wäre. Schauen wir uns mal die US-Märkte an. Da sehen wir, dass der Dow gerne auch mal nach oben schießt, aber dann auch wieder zurückkommt, also auch den Sprung hier nach oben nicht wirklich schafft. Wir waren gestern schon wieder bei 17.700 im Dow, sind jetzt dann bei 17.600, ein paar Pünktchen höher als zu Handelsschluss gestern Abend. Der DAX, wie gesagt, bei 10.600 eröffnet, und jetzt ist natürlich wichtig, was macht der Euro? 1.0940. Könnte sein, muss man abwarten, dass der Euro jetzt hier so einen Zacken nach oben macht, 1.0938. Hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn der Euro stark ist, sind die Aktienmärkte schwach in der Regel, und andersrum. Schafft es der Euro nicht, dann droht eben hier wieder ein Rückfall in Richtung der 1,08er Marke. Aber immerhin, wir sehen, dass der Euro hier nicht sofort wieder Schwäche entwickelt seit der EZB-Enttäuschung. Schauen wir uns mal den Dollar-Yen an, und das ist sozusagen das Positivum heute für den Tag. Bislang über der 122er Marke, eben aufgrund der Aussagen Amaris, des Finanzministers, wie eben der neuen Yen-Schwäche. Schauen wir uns hier mal den Dollar-Yuan an. Und hier sehen wir, wir sind wieder auf extrem tiefen Niveaus. Die chinesische Währung ist unter Druck, den sechsten Tag in Folge. Das gab es schon jahrelang nicht mehr. Und das könnte auch langsam ein echter Faktor für die Märkte werden. Kein Faktor ist derzeit der Ölpreis, 1068. Aber ein Faktor ist das Crude Oil, hier das amerikanische WTI, 46,50 Dollar, das 36,50 Dollar, da sind wir nahe an den Tiefs. Also, ein gewisses Misstrauen, was den DAX betrifft. Erst wenn die 10.670er Marke nachhaltig nach oben ist, kann es für die Polen wieder was werden. Ansonsten droht ein Rückfall auf 10.450. Ihnen einen schönen Freitag. Bis dann, ciao.